Ich versuche immer, es positiv zu sehen. Was nicht immer leicht ist, wenn ich morgens so die Zeitung lese, ne, denke ich, der Tag ist doch gelaufen, oder? Wenn morgens die Zeitung ist, Krisen, Katastrophen, Unfall, Tod. Ne, jetzt kam in den letzten Wochen noch jetzt kommt dieses Gesetz, ACTA. Ne, haben Sie es mitbekommen, dieses furchtbare Gesetz, mit dem das geistige Eigentum im Internet geschützt werden soll. Was soll das denn? Ich frage sich viele Menschen zu Recht. Geistiges Eigentum? Was ist das denn? Nicht schon der Begriff geistig überfordert viele Zeitgenossen. Die sagen dann, wenn ein Buch verkauft wird, dann ist das doch wohl das Recht eines jeden Einzelnen, dieses Buch auch zu kopieren und auch rauszubringen, also es zu verschenken im Internet. Und diese Freiheit soll durch ACTA eingeschränkt werden. Ist doch eine Sauerei. Wobei das Gesetz im Grunde nichts Neues beinhaltet, denn das Urheberrecht gibt es ja bereits. Und im Internet behaupten jetzt aber viele, dass jetzt alles verboten wird. Ich darf meine eigene Musik nicht mehr hören und so weiter. Das ist Unsinn. Nicht? Aber das ist natürlich die Freiheit des Internets, dass jeder jeden Unsinn verbreiten darf. Und im Internet wird der Unsinn dann zur Wahrheit. Weil im Internet nicht wahr ist, was stimmt, sondern wahr wird, was sich verbreitet. Das ist Demokratie. Wenn sich die Wahrheit nach der Mehrheit richtet. Wahr ist, auch geistiges Eigentum ist eine Ware. Sagen wir mal, da produziert jemand Musik und da arbeiten Menschen ja dran, Tontechniker, Musiker, und die wollen alle für diese Arbeit bezahlt werden. Die wollen ihre Musik verkaufen. Das ist diese Gier. Das ist schlimm. Jeder will Geld, nicht der Bäcker für seine Brötchen und der Autor für seine Bücher. Die sind alle so gierig. Dabei ist es doch mein legitimes Recht, Musik oder Kinofilme oder so selber zu nehmen und selber zu verbreiten, gerne dann auf Internetseiten, auf denen ich selber Geld verdiene, durch Werbung und so weiter. Ich will doch auch mal Geld verdienen. Und da sagt die Musikindustrie, das geht nicht, musst du selber Musik machen. Aber ich bin doch gar kein Musiker. Das ist doch nicht gerecht, von einem, der nicht mal Musiker ist, zu verlangen, er soll Musik machen. Das ist doch Diktatur. Warum darf ich mir die Musik nicht einfach nehmen? Das Internet ist doch frei, nicht? Und da sagt die Industrie, sich die Musik einfach zu nehmen, ist, wie wenn man früher im Laden CDs geklaut hat. Aber das ist doch, CDs, muss ich jetzt, also für die Jüngeren, das sind so altertümliche Datenträger des letzten Jahrtausends. Es gab früher so, Tontäfelchen, in Mesopotamien war das nicht, dann kam im Mittelalter die Schellackplatte, nicht? Und jetzt hat man dann die CD, nicht? Die musste man kaufen. Durfte man nicht klauen. Verrückt, ne? Dann kam die Polizei, wenn man die klaute. Nicht? Was ist das denn? Das sind ja Zustände wie in China. Im Internet kursieren Gerüchte, dass wenn ACTA kommt, dann wird jeder, der Musik hört, sofort erschossen. Und was im Internet steht, stimmt es dann auch. Deswegen warnen die Piraten vor der Diktatur. Und die anderen Parteien auch. Weil die wollen auch mal von jungen Leuten gewählt werden. Und im Internet gibt man sowieso besser keine Widerworte. Sonst bricht im Internet ein sogenannter Shitstorm los. Dann können Sie Ihre Internetseite, Ihren Facebook-Account, Ihre Mailadresse können Sie vergessen, da werden Sie platt gemacht. Das ist die geistige Freiheit im Internet, dass man zwar frei ist, aber in dieser Freiheit sagt man besser nichts Falsches. Ja? Wobei ich das locker sehe, liebe Piraten, liebe Freunde des File-Sharing, ihr könnt diesen Text einfach nehmen, nachspielen, weiterverbreiten. Ich bin der Urheber. Ich bin einverstanden.